irgendwas nicht richtig. So wie der Kronk das damals gesagt hat. Der hat das super gesagt. Früher war YouTube viel besser. Ja, ist auch so. YouTube wird immer irgendwie nur noch schlimmer. Dann macht ein LeFloid zum Beispiel, der macht was Innovatives, der macht ein bisschen News, spricht über die aktuelle Lage und sowas. Auch vom Netzwerk gesteuert, merkt man. Das merkst du einfach. Und der macht dann einfach mal ein Interview mit der Kanzlerin. Stellt aber auch nicht wirklich kritische Fragen und stellt eigentlich das, was jeder Hans und Franz rausfinden könnte, wenn er sich mal ein bisschen mit Politik auseinandersetzt. Aber macht er natürlich das Naja. Interview, weil es halt viel Reichweite. Der erste YouTuber, der die Kanzlerin interviewt, das bringt natürlich Klicks, ne? Das war dann so halt Problematisch auch. bei der Merkel ist immer, dass die ganze PR dahinter sitzt und die Ja, sagen, genau. ja, du darfst ihnen die Frage stellen, aber das wird er nicht, Ja, weil das genau. kriegt dann wieder schlechte Publicity für uns geben Richtig, und richtig. dann kriegst du ein paar auf den Deckel. Ja, und die Merkel hat das ja auch nur gemacht, weil sie dadurch auch eine Gewinnsituation hatte, zum Beispiel, weil sie nämlich an das junge Publikum rantreten kann, was der LeFloid hat. Seine Zuschauer sind irgendwas zwischen 13 und 18, 19, 20, 21 Jahren vielleicht. Und an die kommt es als Politiker nicht so leicht ran. Die gucken sich keine Reden oder so im TV an, ne? Die gucken sich dann eher das Ja, auch Interview keine von. Problem, so an sich, wenn sie Richtig. das machen, aber dann sollte ich was Sinnvolles dann besprechen. Ja, genau. So, gucken wir, was Random noch geschrieben hat. Dave, wenn du Metal Gear Solid komplett anschauen solltest, freu dich schon mal auf das Gas. Die Stelle mit dem Gas, das sind sauübel. Alles klar. Ich werde es mir auf jeden Fall weiter angucken. Wenn ich dran denke, wenn ich mal wieder Zeit habe. Das Problem ist, ich komme immer so wenig zum YouTube gucken, wenn du selbst YouTube machst, streamst, arbeitest, deinen eigenen Haushalt noch hast. Wo bist du eigentlich, Lukas, gerade? Weiter. Okay, alles klar. Ich sehe eure Wenn Frauen. Wenn du dich verläufst, such die Windmühle oder den Turm mit dem Donut und drauf. Ja, zur Not hat er eine Ich Karte, ne? verläufe nicht oft. Nee, und ich habe ja auch YouTube angefangen, weil nicht, weil ich was großartig erreichen wollte, sondern einfach mal, um zu gucken, wie es so ist, ob ich das überhaupt kann. Und wie gesagt, ich fand es halt immer damals schade, dass man, wenn man die Welt gebaut hat, man konnte nicht mehr gucken, wie hat sich das alles so entwickelt. Und man hatte immer so viele geile Momente, wenn man irgendwie zusammen zockt. Und die hat man sonst nur in Erinnerung, so kann man sich das nochmal angucken im Nachhinein. Und dann freut man sich natürlich, wenn es dann einige Leute gibt, die sich das regelmäßig anschauen. Aber ich würde Schade, jetzt dass nichts man machen, nichts auf nicht. meinem Kanal machen, was mir keinen Spaß macht, nur um Klicks zu bekommen. Würde ich nie machen. Ich würde kein Spiel spielen, zum Beispiel viele fragen den Zock zu COD oder dies und das. Würde ich nie mir antun, das zu spielen, nur weil das jemandem gefallen würde oder weil ich damit mehr Leute erreichen könnte. Guck mal an, wie viele COD-Kommentatoren es gibt auf YouTube alleine. Minecraft ist ja jetzt das Ja. Gleiche, aber das macht mir halt Spaß. Da musst du aber auch wieder gucken, weil was bzw. wen wirfst du damit an? Spielst du COD? Hast du eine so niedrige Zielgruppe, nur so 13 bis 15 solche Richtig. Kiddies? Das wird ja überhaupt nicht wollen. Ja, richtig, richtig. Weil wir reden ja dann zum Teil auch mal über ernste Themen. Ja, genau. Und ein paar schreien, ja, guck mal hier, da. Ja, nee, gut, ich weiß gerade nicht, ich habe gerade festgestellt, dass wir einen hatten. Ja. Ja, Aber richtig, richtig. trotzdem. Random sagt auch gerade FIFA. Jetzt machen wir auch nicht FIFA. Irgendwann war die Luft wegen Momentum raus. Ja. FIFA würde ich, weiß ich auch nicht. Habe ich am Anfang noch überlegt, aber FIFA hat mir da zu dem Zeitpunkt nicht so viel Spaß gemacht. Und dann bringt mir das nichts, das anzufangen auf dem Kanal, dann mache ich 5, 6 Folgen. Hab keine Lust mehr und dann kommen dann so Fragen, ja, wann kommt die nächste Folge, machen wir wieder FIFA und so. Nee, dann fange ich lieber gar nicht erst an, wenn es mir nicht so einen Spaß macht, dann lasse ich es gleich bleiben. Man kann ja auch gucken, ob man sich mit anderen Leuten zusammentut, so wie ihr, sonst macht irgendwas Games TV. Der eine spielt halt das rüber und der andere das rüber, dass man sich dann reinteilt, der guckt, muss ja diese Spiele machen, dann mache ich diese oder wie man es halt gerne machen will. Ja, wie mit Zusammentun, wie meinst du das? Ja, da Also, sitzt zum wie. Beispiel du und der Kollege zusammen ein Team sitzt, seid. Und er spielt zum Beispiel COD und du nur zum Beispiel Minecraft. Wo kommt Ja, der Creeper her? Das ist richtig. geil.
Somit sollst du dann 2C gucken. Ja. Ah, das wäre dann wieder Richtung Gewinnorientierung gespielt. Also, scheiße ist das. Naja, richtig. Wüsste nur. Naja, Ich genau. würde auch jetzt nicht, wenn irgendwie jetzt irgendjemand ankommt hier zu mir, hey, lass mal zusammen ein Projekt machen. Und wenn ich mir dann jetzt ein anderer YouTube-Kanal und würde mir den Kanal angucken und das gefällt mir nicht so, was er macht, würde ich mit ihm auch nichts zusammen machen. Klar würde ich seine Community mit ansprechen, weiß, er wird mich verlinken in den Videos und so, wird Reichweite bieten, aber wenn mir die Person oder die Videos nicht so gefallen, dann würde ich das auch nicht machen. Das bringt ja einfach nichts. Das musst du ja auch mit dir selbst vereinbaren. Passt das überhaupt zu deinem Kanal? Kannst du mit ihm zusammenarbeiten? Verstehst dich mit dem? Da musst du ja auch erstmal kennenlernen. Die Problematik ist auch am Ende, sag ich mal, arbeitest du mit ihm zusammen. Ja, leistet sich eine übelste Chance, sag ich mal, hier, Heil Hitler und so. Ja, zum Beispiel, Und richtig. am Ende hängst du damit drin, weil dann wissen die, ah, der spielt mit dem zusammen, der unterstützt das Ja, Ganze. genau, richtig. Jetzt rufe ich mit dem seine Videos nicht mehr an, weil ich will damit spielen. Ja. Das muss dann eine Person sein, die die gleiche Philosophie wie du eigentlich hast, weißt du? Der so auf die gleiche Art Videos macht, der es auch Spaß macht, der nicht irgendwie gewinnorientiert ist, der respektvoll ist, der. Ja, weiß ich nicht. Es muss einfach passen. Da muss die Chemie von Unfassbar. Anfang an stimmen, richtig. Und die, ja. So, schlafen. Boah, Weihnachtsmann, erschreckt mich nicht. Nee, deswegen, die meisten YouTuber, die werden halt von Netzwerken geleitet und die werden halt immer auf Gewinn weiter ausgearbeitet, orientiert. Guck mal Ja, jetzt, aber ich. gucken. Ja. Aber guck mal, was wolltest du sagen? Ja, aber guck mal, wenn dich als YouTuber so ein Netzwerk anschreibt, warum macht es das? Weil es sieht, dass du Leute ansprichst, es will dich unterstützen, dass du deine Fühler aussprichst, dass du mehr erreichst. Wozu? Zur Gewinnoptimierung. Mehr wollen die auch nicht. Ja, weil die verdienen ja an dir. Du gibst ja einen Teil deiner Einnahmen von den Werbeeinnahmen von YouTube, gibst du an die Das ist ab. ja voll. Das ist so Richtig. sozusagen eine Or das ist sozusagen ja, eine Firma, die du engagierst. Die helfen dir dann bei gewissen Dingen, versuchen dir mehr Reichweite zu geben, versuchen dir mehr zum Beispiel auch, dass du mit anderen YouTubern zusammenarbeitest aus dem gleichen Netzwerk, dass die sich gegenseitig alle unterstützen. Dabei helfen die, bei rechtlichen Fragen sind die für dich da, wenn du irgendwelche Probleme hast dabei. Aber die können dich auch ganz schön beeinflussen. Also musst du auch ganz schön aufpassen, was da in dem Vertrag so drin steht, ne? Nicht, dass da drin steht, du musst. Hä? Nicht so wie mit umgespült. Ja, genau. Richtig, richtig. Naja, Das sind warum hat dann. LeFloid jetzt erst seinen Dienstwechsel hier seinen Partner da? Sind ja viele, war ja Unge, da war ja der Skandal und LeFloid, ja genau. Es gibt ganz Ja, viele, genau. die ihre Netzwerke einmal wechseln. Das sind Nebenverträge. Die hatten 2 Jahresverträge. Und Ja, wie Telefonabo. ja, richtig. Und die Netzwerke freuen sich, weil sie verdienen da schön Geld dran. Die haben Millionen von Zuschauern und die kassieren da ganz gut ab. Und wenn du Pech hast, steht da in den Verträgen drin, dass die so und so viel mitbestimmen können an einem Kanal und da musst du irgendwelche neuen Formate machen, die keinen Spaß machen. Nur um da noch mehr Geld rauszuholen. Die wollen ja nicht, dass du mehr verdienst. Ja, toll, natürlich, die wollen, dass du mehr verdienst, weil die dann auch mehr verdienen. Weil die dann mehr verdienen, Richtig, genau. richtig. Random schreibt, aktuell haben wir auch Jahresverträge, aber ganz ehrlich, ich würde auch nicht wechseln wollen. Ja, wenn du ein gutes Netzwerk hast und die auch Preis-Leistungs-Verhältnismäßig gut für dich da sind und die auch echt gut Hilfe leisten. Klar. Und wenn man lange schon zufrieden ist mit denen und da Jahresverträge hat, dann ist es okay. Aber sobald das irgendwelche Knebelverträge sind, wo die Netzwerke dann die Oberhand gewinnen und dir wenig Unterstützung geben für das, was du denen gibst, dann läuft da was falsch. Das ist immer so ein ganz, ganz. Muss man immer genau wissen. Da muss man das richtige Netzwerk für sich finden. Man sollte nicht blind irgendeinen Vertrag unterschreiben. Und lieber 10 Mal schauen. Genau. Am besten Anwalt dazu ziehen auch, den Vertrag mit dem Anwalt durchgehen, der einem dann auch genau erklärt, was da drin steht. Manchmal ist das ja alles so ein bisschen versteckt an den Worten. Da siehst du dann als Laie manchmal gar nicht durch, was da für ein Kauderwelsch drin steht. Deswegen, da solltest du dir schon ganz sicher sein. Ich möchte mit den Paragraphen und fange jetzt nur mal schmeißen. Ja, deswegen. Deswegen lieber einen Rechtsanwalt zuziehen.
Der dir das genau erklärt, was da drin steht. So, ich muss mal eine Truhe bauen. Dazu muss ich erstmal einen Baum abholzen. Oh, WhatsApp, 40 Nachrichten in 5 Chats. Ich bin wichtig. Na, guck ich nach dem Stream rein. Hallo? Hi. Achso, ich dachte, der Stream ist abgekackt. Keiner sagt mir was. Ich sammle das Holz hier nicht ein. Ich dachte gerade, bricht alles zusammen, ey. Licht noch mal. Bin ja beruhigt. Ich guck grad mal, ob irgendwas wichtiges ist. So, dann packen wir mal die Erde hier rein. Und anderes Zeug, das wir gerade nicht brauchen. Meine Schippe ist kaputt. Gibt's denn schon heute eine neue Folge, Random, von Metal Gear? Kann ich mir das nochmal angucken vom Einschlafen, vom Schlafen gehen. Ich werde erst noch was essen nach dem Stream erstmal. Ach, hier vorne ist der Bild. Das Schlimmste finde ich ja immer noch, die schlimmsten YouTube-Kanäle finde ich ja diese Beauty-Kanäle, die eigentlich nur ein Shopping-Sender nur noch sind. Wo denn da hübsche Mädels in Anführungsstrichen sitzen vor der Kamera, sagen, was sie für Schminke benutzen und das alles bezahlt wird dann sozusagen von den Firmen, ne? Das sind dann eigentlich nur Teleshopping-Sender auf YouTube. Das moderne Teleshopping. Wo dann Fangirls dabei sind, weißt du, und die kaufen sich das alle und die haben eine, sind sozusagen Fans von denen und nutzen denen. Glauben denen natürlich alles, was sie denen vorlabern. Das sowas finde ich doch das Ja. Schlimmste auf YouTube so. Ja, klar, aber guck dir mal die heutigen Filme an heutzutage. Bitte Talk. Ja, natürlich. Aber da sitzt keiner, wo du riesen Fan bist, weißt, der dir das erzählt, das ist gut und das nutze ich jeden Tag und ist echt gut für die Haut und hier und da, weißt du, da. Aber das ist was auf die kleine Jugend wieder, wo die Mädels, weißt, die gerade anfangen sich zu schminken, die gerade so in dem jungen Erwachsenenalter sind, Jungs kennenlernen, auf Partys gehen und die gucken sich das denn von denen ab, weißt du? Das meine ich. Das ist modernes Teleshopping mit Fanfaktor und allem drum und dran. Hast du dir mal heutzutage die ehemaligen Kinder- und Jugendstars angeguckt? Miley Cyrus, Justin Bieber, die Tausende von Jungs oder Mädchen damals angesprochen haben, wie die sich Ja. heutzutage benehmen? Die sind nur noch grauenhaft. Das ist Ja, nicht mehr schön, das ist nichts. Wollt ihr noch eine Schaufel für mich? ja. Kannst auch Nö, herkommen, dann danke baue ich schön. dir noch welche. Ja, du wird abbauen. Hinplatzieren. Ich stehe hier neben dem Schuhkartonhaus. Falls du Ja, dich ich erinnerst. bin immer so lang. Ich pack das hier mal in die Kiste. Ein paar Schaufeln. Dann kannst du noch ein paar rausmachen. Wir hören ja eh nachher gleich auf. Nee, so früh nicht, immer zwischen 12 und 14, alles klar. Na, dann kann ich vom Schlaf nicht mehr reingucken. Ich versuche dann auch stehen gleich dran zu denken. Oh, Lehm. Wo kommt der denn her? Hast du das hier hingeworfen? Nee. Hä? Wo kommt der Lehm her? What the fuck? Wie findest du da Leben? Hier lag auf einmal Lehm. Guck im Stream, liegt auch immer neben. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich hier Leben abgebaut, aber okay. Ist okay. Finde ich gut. Ja, das stimmt natürlich mit was du meinst, mit Miley Cyrus und so. Die hat sich ja mega krass vom Teenie-Star zur, ich möchte jetzt nicht sagen, Bitch. Lampe. Möchte jetzt nicht solche Ausdrücke benutzen, aber schon. Genau. Ich Du hast glaube, mir der Fenster. Weihnachtsmann bringt mir den Lehm hier. Habe ich echt das Gefühl, ne? Ach, der Lehm.